Russischen Föderation. Und nun wird die olympische Fahne vom Bürgermeister von Sotschi, dem sie anvertraut war, Anatoly Pachomov, übernommen und dem IOC-Präsidenten Thomas Bach zurückgegeben. Und der wird sie dann dem Bürgermeister von Pyeongchang, Seok Rae Lee, Bürgermeister des Austragungsortes der Olympischen Winterspiele von 2018, überreichen. Pachomov, ein typischer russischer Apparatschef. Hier Pachomov hätte sehr viel mehr tun können, um eben beispielsweise jede Fremdarbeiter zu bezahlen, dass die bezahlt werden, die jetzt leer ausgegangen sind. Er hat sich nicht um die Benachteiligten gekümmert. Hoffen wir, dass das beim Bürgermeister von Pyeongchang besser sein wird. Das olympische Protokoll sieht eigentlich jetzt vor, dass jeder der Herren die Fahne genau viermal schwenkt. Schauen wir doch, ob sie sich an dieses Protokoll halten. Zwei. Gut, zweimal hin, zweimal her. Gibt auch vier. Thomas Bach aber viermal hin und her. Und das ist dann schon der Übergang von einer Olympiade zur nächsten, ursprüngliche Wortform-Olympiade, ja der Zeitraum von vier Jahren. Die nächsten Winterspiele also im Süden von Korea und deshalb ertönt jetzt die Nationalhymne der Republik Korea, wie es ganz korrekt heißt. Aber bei uns spricht man natürlich immer wieder von Südkorea. Das ist unterschiedlich.